Es ist noch gar nicht so lange her, da galten Unternehmensanleihen im Depot als Renditebringer. Ja, Renditen von 6, 7, vielleicht sogar 8% von klassischen konservativen Anleihen waren da nicht die Seltenheit. Diese Zeiten sind allerdings lange, lange vorbei. Wie der Stand der Dinge ist, wollen wir besprechen mit Thomas Wüst von der Vermögensverwaltung Valor West. Sie gucken schon so kritisch, weil ich Renditeziele genannt habe. Ich habe es ja auch angesprochen, die Zeiten sind lange, lange vorbei, dass diese Renditen erzielt werden konnten. Was ist passiert, als das eben halt diese Renditen derart auf Sinkflug gegangen sind? Genau, Herr Freinig. Die Notenbanken haben natürlich mit ihrer Politik, die sehr unkonventionell war, dazu geführt, dass die Zinsen von Staatsanleihen massiv unter Druck geraten sind. Das künstlich erzeugte niedrige Zinsniveau hat dann natürlich auch an den Finanzmärkten entsprechende Auswirkungen und Spuren hinterlassen, weil eben die Anleger auch Renditekalküle verfolgen. Wir sehen derzeitig in Deutschland bei Tagesgeldanlagen, Pfandbriefen und Staatsanleihen Renditen unter der Inflationsrate. Und in Zeiten der Financial Repression und des Anlagenotstandes kommt es dann zu einem Ansturm auf Unternehmensanleihen. Die zusätzliche Nachfrage von Privatanlegern und Institutionellen wie Versicherern führt dann dazu, dass eben die Kurse der Unternehmensanleihen entsprechend anziehen und damit auch die Renditen von Unternehmensanleihen, insbesondere bei denen von guter Bonität, recht stark unter Druck geraten. Nun ist ja die Frage, ob das unternehmerische Risiko noch richtig und gerechtfertigt bewertet und bezahlt wird. Sehen Sie das überhaupt noch? Ja, nur noch selektiv, weil durch diese Notenbankpolitik und die Politik des billigen Geldes wird ja, das ist aus der Historie bekannt, diese Blasenbildung befeuert, die es an den Märkten eben gibt. Und durch diese Blasenbildung sehen wir derzeitig einen Renditeverfall bei den Unternehmensanleihen, wo wir nur noch sehr selektiv sehen, dass das unternehmerische Risiko überhaupt noch bezahlt wird. Gestern zum Beispiel hat BASF eine 10-jährige Anleihe an den Markt gebracht, die gerade noch eine Rendite von 2,13% bietet. Bei 10-jähriger Laufzeit ist das nicht sehr attraktiv. Und so wird es für den Privatanleger immer schwieriger, auf der Jagd nach Rendite entsprechende Anleihen zu finden im Bereich der Corporate Bonds, die das unternehmerische Risiko noch entsprechend bezahlen. Man muss dazu sagen, dass der Markt für Unternehmensanleihen sehr heterogen ist, das heißt sehr vielfältig. Gerade bei Unternehmen mit guter Bonität aus den Südstaaten sehen wir durchaus noch, dass es hier Renditeniveaus gibt, die durchaus noch attraktiv sind. Man muss aber suchen, das Research für den Privatanleger im Bereich der Unternehmensanleihen wird aufwendiger. Ja, was kann er denn aber am Ende des Tages noch tun, um noch spannende Unternehmensanleihen ins Depot zu bekommen, wenn es denn so schwierig geworden ist? Genau, also auf der einen Seite muss man den Grundsatz der Risikostreuung in der aktuellen Phase beachten. Das heißt, Unternehmensanleihen von Emittenten guter Bonität sollten maximal mit 5% gewichtet werden. High-Yield-Bonds, die natürlich noch höhere Renditen bieten, sollten mit maximal 2,5% gewichtet werden. Da wir aber wissen, dass viele Emissionen in Größenordnungen der Mindestanlage 50.000 bis 100.000 Euro an den Markt kommen, ist hier diese Risikostreuung von Privatanleger so gut wie nicht darstellbar, weshalb man hier auf Fondslösungen durchaus ausweichen kann. Bei Rentenfonds gibt es die Möglichkeit, auch über den Weg indirekt von diesem Segment zu profitieren. Man muss aber aufgrund des niedrigen Renditeniveaus, das wir gerade generell haben, durchaus auf die Kostenstrukturen dieser Fonds achten. Darüber hinaus noch ein Tipp, die Restlaufzeit einer Anleihe im High-Yield-Segment sollte umso kürzer sein, je schwächer die Bonität des Emittenten ist. Schlussfrage. An der Aktienbörse schaut man natürlich immer in die Zukunft. Man sagt 6 bis 9 Monate. Das sollte man sicherlich beim Thema Anleihen auch tun, also nach vorn schauen. Welche Erwartungen haben Sie Richtung Anleihenkurse für das Jahr 2013? Ja, der Anleihemarkt wird weiterhin geprägt sein durch die Notenbankpolitik. Das heißt, wir werden weiterhin eher ein niedriges Zinsumfeld haben, weshalb wir durchaus sehen, dass die Blasenbildung im Bereich der Unternehmensanleihen noch weiter vorangehen kann. Vor dem Hintergrund gehen wir auch für 2013 von einem niedrigen Zinsniveau aus zunächst. Das heißt, es bleibt für den Privatanleger sehr, sehr schwierig, hier lukrative Investments zu finden. Wenn man aber weiß, dass Unternehmen eben derzeitig von einem günstigen Finanzierungsumfeld profitieren, kann man sich eben auch
die eine oder andere Aktie eines solchen Unternehmens dann anschauen. Nur als Beispiel die BASF, die ich vorher angesprochen habe, bietet auf der Aktienseite immerhin eine Dividendenrendite von knapp 4%. Also Selektion ist nach wie vor Trumpf, egal welches Unternehmen, egal welche Assetklasse. Das sagt Thomas Wüst von Valor West. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank, Frau Freilich.